Ja, guten Tag, mein Name ist Detlef Tänzer, ich bin der Geschäftsführer vom Naturpark Dümmer und ich habe in meinem Team diese Rundfahrt organisiert. Alle 5 Jahre findet diese Rundfahrt statt. Wir sind hier gerade auf der Station Eschpark von Jürgen Göttke Krogmann, haben uns das angeguckt, diesen außerschulischen Lernort und diese historische Kulturlandschaft. Eine wunderbare Sache, jungen Generationen und jedermann zu zeigen, wie es früher hier vor 800 Jahren schon ausgesehen hat. Und diese Landschaft hat er Eschpark Kroge konserviert und zeigt es der Nachwelt, um zu zeigen, wie unsere Historie ist, wo unsere Wurzeln sind. Eine ganz tolle Sache. Und jetzt fahren wir weiter, die nächsten Stationen auf unserer Rundfahrt. Und es ist so, dass auch die Siedlungskerne, aus den Siedlungskernen von damals sind ja die Ortschaften von heute geworden. Und da sind die Plangesche immer die, die am nächsten liegen. Und so ist es so, dass wir heute dann in den Städten und Ortschaften noch zumindest den Hohen Esch, den Wester Esch und wie es alle heißt, auf den Straßennamen haben. Aber jeder sollte wissen, wo es herkommt. Und das ist mir ein Anliegen hier. Der Naturpark ist da, um touristische Infrastruktur aufrechtzuerhalten, neu zu schaffen. Aber unser Schwerpunkt der nächsten 10 Jahre ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Barrierefreiheit. Also Naturgenuss für jeder Mann, für verschiedene Sinnesbeeinträchtigungen auch, dass wir da Punkte schaffen, wo alle was erleben können.